Jeanshose, dunkelblauer Pullover und ein eng gewickelter Schal. Das ist Johannes Kneifel. Auf den die Besucher der Leseveranstaltung in den Räumen des Barleber Mehrgenerationenzentrums ein wenig warten mussten. Johannes Kneifel hat über sein bisheriges Leben ein Buch geschrieben. Der Titel »Vom Saulus zum Paulus« nimmt Bezug auf die biblische Geschichte der Bekehrung eines Christenverfolgers zum Apostel. Johannes Kneifel war ein bekennender Rechtsradikaler, gewaltbereit und alkoholabhängig. Bei einem Gewaltausbruch hat er mit einem Mittäter einen Menschen so brutal zusammengeschlagen, dass der infolge der Verletzungen gestorben ist. Die Folge: 5 Jahre Jugendgefängnis. Johannes Kneifel gibt keinem dafür die Schuld. Mit der Schuld am Tod eines Menschen die Verantwortung zu tragen, muss er leben. Aber immer wieder kommt in der Lesung und in den anschließenden Diskussionen das Wort Freund und Freundschaft vor. Woran erkennt man eigentlich einen guten Freund? Denn Freundschaft hat in dem Vortrag heute eine große Rolle gespielt. Ja. Also letztendlich erkennt man es oft in Situationen, wo man wirklich das Gefühl hat, man ist am Ende. Und dann die Frage, wer hilft mir jetzt? Und vor allem auch, wer hilft mir im Prinzip uneigennützig? Ich hatte mal Freunde oder sogenannte Freunde, die haben mir so lange geholfen, wie ich ihnen auch helfen konnte. Aber in dem Moment, wo ich nichts mehr für sie tun konnte, haben sie mich auch fallen gelassen. Und da würde ich schon sagen, Freunde sind Leute, die helfen einem. Die helfen einem auch, wenn sie wissen, sie kriegen eigentlich nichts mehr zurück. Im Gefängnis beginnt seine Wandlung. Aus dem Text des Buches ergibt sich Kritik am Strafvollzug, denn der Weg zum Positiven wird nicht durch die beamteten Wärter, sondern durch Freiwillige mit festem christlichen Lebensbild gewiesen. Immer weiter öffnet er sich der christlichen Botschaft und findet im Weg zu Gott Vergebung. Das klingt gut, das macht Hoffnung und verbindet zugleich die Botschaft, dass mit gegenseitiger Zuwendung die Rückführung von Straftätern in die Mitte der Gesellschaft möglich sei. Doch es bleibt ein seltsamer Nachgeschmack. Gut, die Tat ist lange her, die Strafe verbüßt, der Täter geht offen und direkt mit seiner Schuld um, das Buch könnte Warnung und Wegweiser zugleich sein, aber es ist auch ein kommerzieller Erfolg. Wie begegnen Sie dem Vorwurf, dass Sie mit der ganzen Situation, die für Sie sicher nicht einfach gewesen ist, aber im Moment ein bisschen kokettieren? Sie erzielen Einnahmen aus Ihrem Buch, das jetzt bereits in der 2. Auflage erschienen ist. Sie gehen auf Lesereise. Im Moment erscheint der Eindruck, dass Sie aus dieser Situation heraus Gewinn schöpfen und davon leben. Die Situation ist nicht ganz einfach. Aber letztendlich ist es so, dass ich gemerkt habe, ich erzähle die Geschichte einfach, weil ich merke, Menschen brauchen diese Geschichte, um selber Hoffnung zu schöpfen für ihre eigene Lebenssituation, um vielleicht auch Auswege zu sehen, die ich gefunden habe nach langem Suchen, die sie bisher noch nicht sehen. Und deswegen ist es wichtig, die Geschichte zu erzählen. Dass ich natürlich auch von irgendwas leben muss, ist das andere. Da kann ich aber genauso sagen, wenn ich was anderes studiert hätte, einen anderen Beruf ergriffen hätte, könnte ich sehr viel mehr Geld verdienen. Und letztendlich, ich lebe ein Stück weit davon. Aber wenn ich mich dagegen entschieden hätte und was ganz anderes gemacht hätte, könnte ich besser leben. Das lassen wir einfach mal so stehen. Die Lesung, die nur mit finanzieller Unterstützung des Landratsamtes finanziert werden konnte, hinterließ dann doch einige nachdenkliche Gemüter. Gemeinsam vom MGZ und dem Barleber Jugendclub organisiert, war sie mehr als das wohlige Kribbeln gemeinsam mit einem Totschläger 2 Stunden lang in einem Raum zu sein.